Wollte ich machen. Einfach wegstecken. Skills verteilen. Achso, T. So. Tja. Wie hoch ist denn meine Intelligenz? Schon 4. Nuklearphysiker, Nerdwut. Oh, was gibt so viel? Revolverheld. Die Schlösser knacken. Was ist das? Wer zuerst schießt, tötet zuerst mit Zugang zu Standard und Rang 1 Mods für Waffen. Rang 2 Mods. Sind denn Mods? Ist es das an der Werkbank? Das Aufrüsten? Brauche ich das zum Aufrüsten? Weiß mal, ich wusste hier was das ist. Taschendiebstahl. Da Schlossknacker. Das brauche ich auf jeden Fall. Genauso wie Hacker wahrscheinlich. Ich hätte auch gern mehr EP, aber da müsste ich erstmal 2 Punkte in Glück stecken noch. Es gibt so viel. Alles gut. Nahkampf. Ne, was ist das? Kanalisierer? Doch, waffenlose Angriffe fügen deinem Gegner 20% mehr Schaden zu. Nahkampfwaffen. Achso, mit Waffen. Rüstungen. Waffen. Jetzt muss ich fragen, welche Reihenfolge. Schlösser knacken. Niedriger deine Intelligenz ist, höher die Chance. Sehr gut. Mehr Intelligenz, desto mehr Erfahrung kriegt man doch, oder? Lohnt es sich denn nicht eher Intelligenz einfach hoch zu leveln? Ich weiß auch gar nicht, was Max-Level ist oder was, wie viele Sterne man überhaupt erreichen kann. Oder ob man alle wahrscheinlich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist ja schon 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist Nummer 20. Also 20 pro Reihe, 200.
100 Level wird es ja wohl nicht geben. Oder? Du bist zur Hälfte ein Baum? Das ist natürlich auch nett. Wenn du überladen bist, kannst du schnell reisen. Oh, ich kann, da kann ich einfach. Scharfschütze, Refraktor, Nachtmensch, Strahlungsresistenz, lokaler Anführer. Kannst du zwischen einer Werkstatt, Siedlung, Versorgungsrouten einrichten? Ich weiß noch nicht, inwieweit ich Werkstattsiedlung überhaupt nutzen will. Nutze fortschrittliche Technologie. Ninja. Fernschleichangriff. Schleichen nicht. Kritischer Sparer. Kritischer Sparer. Mega kritische Treffer. Bewegtes Ziel. Wissenschaft wieder. Tierfreund. Aquaboy. Leider ist beim Schwimmen keine Strahlungsschaden mehr. Oh, das ist natürlich auch nett. Man kann nicht entdeckt werden. Kampfhund. Wenn ein Hund sich in einen Gegner verbeißt, besteht eine Chance, dass er ein Körperteil verkrüppelt. Wenn ein Hund sich in einen Gegner verbeißt, besteht eine Chance, dass er Blutung verursacht. Ich habe doch auch so ein. Das ist der Watch und Freunde, wenn du ohne Begleiter unterwegs bist, erleidest du 15% weniger Schaden und kannst 50% mehr Ausrüstung tragen. Und der Hund zählt ja nicht als Begleiter. Wenn man dann die beiden skillt. Mehr Erfahrung, dann level ich viel schneller auf. Vielleicht, ich weiß nicht. Du erhältst zufällig fünffache EP für erfolgreich abgeschlossen. Je niedriger deine Intelligenz ist, höher die Chance. Du erhältst zufällig Bonus-EP für eine Aktion. Kannst du für kurze Zeit für alle getöteten Feinde fünffache EP bekommen. Je niedriger deine Intelligenz ist, höher die Chance. Erhältst du zufällig Bonus-EP. Achso. Kurz gleich für alle getöteten Feinde. Wie viel EP gibt dir ein Feind? Ich meine, das wäre halt schon krass. Fünffache EP an der richtigen Stelle, zack. Mach ich, komm. Wie geht denn das? Was soll bestätigen? Annehmen. Okay, jetzt habe ich 5, ne? Schön. So. Inventar. Guck mal, ich bin auch schon wieder am bald am Gewichtsmaximum. Das ist das Museum der Freiheit. Kann ich jetzt 50% glücklich? Hier ein bisschen was ein
lagern. Du kannst von diesem Ort aus nicht schnell reisen. Das ist blöd. Warum? Hundbefehl. Ich kann dem doch auch noch was geben, ne? Ob's dir gefällt oder nicht, wir alle zählen auf dich. Entschuldigung. Hey, warte da. Komm schon. Position halten. Kann ich denn mit dem... Ah, jetzt. Handeln, wie viel kann er denn tragen? Ist irgendwie sortieren, ja, Z. Sortieren nach was heißt nach Schönheit? Sortieren FR. Freiheit? Was? Wert? Gewicht, also. Ah, eine Rüstung kann ich doch anlegen, oder nicht? Auch noch nicht hier. Kleidung. Komm mal, Gasmaske. Jetzt. Ja, die habe ich jetzt an. So, Gurtzeug. Bringt nichts. Doch, es SCH-Resistenz. Schadensresistenz. Lederkombi. Linker Arm, rechter Arm, komm, wir ziehen uns jetzt erstmal an hier. Rider Leder. Wo wird das angesetzt? Reiterrüstung Harnisch. 10. 4-2 ist ja scheiße. Weiter aus zum linkes Bein. Sackkapuze mit Riemenbohr 5. Schutzhelm da. Oh Mist. Ah, 15 gegen Radioaktivität. Der Voltanzug ersetzt alles. Ich meine Waffen nicht irgendwie schnell wechseln, sondern wenigstens zwei. Billardkö. Goll. Ja, nimm dann direkt. Guck mal, das hat ein Herz. Muss ich die mal benutzen weiter, ne? Also. Okay, ich soll anscheinend darunter. Aber hier liegt ja noch einiges. Easy, easy. Ist das über mir, wenn da der Pfeil ist? Wahrscheinlich, ne? Gesprungene Glasschale und T-Shirt-Hose. Ah. Ein paar Psychos. Gut, wenn das über mir ist.
Wo kam man denn hoch? Was ist das denn da hinten? Achso, das sind die zwei. Die zwei edlen Recken, die noch stehen. Nein, das war ein ganz anderer Raum. Los, ihr Püppchen. Ja, da oben muss ich hin. Toll. Gut, dass ich runtergesprungen bin. Dumm, dumm, dumm. Juhu, wie sind wir oben? Als ob der so weit. Wie weit springt denn der? Der kann doch nicht so weit springen. Aber ich weiß ja nicht mehr, was der gesagt hat. Oder ich gehe einfach hier rum. Vorsicht, Kind! Es kommt was! Die Minutemen sollten uns beschützen. Gabi hat es versprochen. Perfekt! Nur durch Beobachtung erkennt man die Schwäche. Deine Wahrnehmung wurde dauerhaft um 1 erhöht. Wahrnehmungswackelpuppe. Das ist ja geil. Ja, nehmen. Versprochen! Lass mir schaffen! Muss ich die mit mir rumtragen jetzt, oder? Tut mir so leid. Ma'am. Ich hab mich gefragt, ob ich die klauen darf oder nicht, ey. Sieh mal einer an. Ich mich nicht setzen. Alles klar? Das sind unsere Leben, mit denen du spielst. Die sind alle nicht so redselig hier. Diese ganzen Aktenschränke. Alles kaputt. Wer bist du? Hallo? Bärtiger Kopf. Commonwealth. Das Licht eines Pip-Boys eignet sich zwar hervorragend, um dunkle Bereiche zu erhellen, aber dann wirst du auch leichter gesehen. Aufgrund der Schrotflintencharakterisierung Streuung passiert irgendwas. Lock SSG Michael Wiedergabe. Ja, das ist nicht so gut gelaufen hier für die Crew. Hab sie gefunden. Ich laufe mit einer Stärke 8, um die Minigun vom Vertical zu... Kann ich die nicht einfach nehmen? Ich möchte die doch nur hier benutzen. Ich möchte die gar nicht mitnehmen. Kurze Feuerstöße. Los, geh an. Ich soll wahrscheinlich hier die Rüstung anziehen, ne? So, was? Fusionskern? Schnappt ihr die Minigun? Ach krass, da kriege ich viel mehr Stärke, oder was? Oha, Power Rüstung reduzieren den Schaden, den du durch gegnerische Angriffe nimmst. Und verhindern Schaden durch Stürze. Oh, die ist aber ein bisschen kaputt, die Rüstung.
Halte E, um deine Power-Rüstung zu verlassen. Core. Der das also ein Benzinkanister. Kein Grund zur Sorge. Ja, wo sind sie denn? Warum kommst du nicht runter? Zeig mir die tolle Knarre. Viel Schuss habe ich denn noch so einen Liga. Von meinen Jungs kommen nur wenige vorbei. Ach, das muss ich zugeben. Los, ich hab noch was vor. Komm schon! War das etwa alles? Funktioniert ja super. Wo sind sie hin? Wo sind die denn? Ich sehe die alle gar nicht. Ist das da unten hier? Der da. Heck. Wieder ein Sieg für die Minutemen. So. Wo soll ich, was soll ich denn machen? Besiegen, ja. Ist keiner mehr. Ich will mal hier runterspringen. Angeblich schützt sie ja vor Stürzen. Warte mal. Jetzt gehörst du mir. Sie verloren. Da sind doch noch ein paar. Ich sehe die nicht. Was haben wir? Nachladen? Ach du Scheiße. 500 Schuss schon rausgehauen für so ein paar. Für so ein paar Raider. Was ist denn das da hinten für ein Vieh? Was war das denn? Ein Dino? Oha. Er glaubt, das waren alle, oder? Das ist ja mein komisches Zieldings. Gibt's gar nicht. Muss ich mal wieder reingehen? Oder eliminiere die Feinde in Concord. Also ich soll jetzt hier wirklich rumlaufen, ja? Verstehe ich das richtig? Okay. Ob's dir gefällt oder nicht, wir alle zählen auf dich. Da ist er, ist das Todeskralle. Scheiße. Oh, oh. Hallo, please, don't eat me. Alter, ich habe meinen Namen verloren. Was für ein fieser Mob. Mehr nackte Leute. Ich bin auch gleich auf jeden Fall überladen. Ach, du trägst so viel, kann ich rennen. Komm ich da jetzt rein? Uiuiuiui. Okay. Alles gut, Preston. Mach keinen Aufstand.
Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Ich bin auf meiner. Wir sind keine Freunde. Brut auf Gegenseitigkeit. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Preston. Man kann nie genug Freunde haben. Nicht im Kampf. Also, als wir uns trafen, hast du etwas über die Minutemen gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Für alles, was du getan hast. Danke. Gern geschehen. Jederzeit wieder. Dann komm doch mit uns nach Sanctuary. Wir könnten deine Hilfe brauchen, wenn wir uns dort niederlassen. Ja. Okay, Gavi. Ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Ich habe es gesehen. Das Loch in deinem Herzen. Ein Loch in meinem Herzen? Sag es mir bitte. Ich muss es wissen. Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Er lebt? Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich wünschte, ich wüsste es, Kind. Wirklich. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ich kann nur seine Lebenskraft spüren. Na, seine der Energie. Noch so. Er ist da draußen. 200 Jahre alt. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Grüne Juwel des Commonwealth. Was ist denn Diamond City? Ist John dort? Also Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Ah, eine Junkie-Frau. Wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Was ist denn jetzt mit wir meinem Arm? Ist der weg? Ab, oder? Und unser neuer Freund hier wird es auch brauchen. Mama also, Murphy. Ich bin sicher, Preston kommt mit allem klar, dass wir Sanctuary erreichen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer als das hier kann es wohl kaum. Euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also, Marcy, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, June, wir müssen gehen. Okay. Okay. Komm, das mache ich euch beinahe. Wo ist denn mein Hundi? Kommst du mit uns nach Sanctuary? Die Hilfe, die du benötigst, befindet sich in Diamond City, mein Kind. Tja. Ist denn Diamond City und wo ist Sanctuary? Liegt das auf dem Weg? Vergiss nicht, welchen Preis wir gezahlt haben, um so weit zu kommen. Machen wir uns auf den Weg. Ich bin vorne. Bleib dicht zusammen. Wir sind direkt hinter dir, Boss. Dem Hund gesagt, er soll in dem Gebäude sitzen glauben, bleiben. Dass du das Ding erledigt hast. Ist das erste Mal, dass ich eins von diesen Dingern aus der Kann Nähe man das? Ich bin froh, dass es schon tot ist. Sieh mal gerade raus. Och nee. Ja, die laufen da jetzt hin. Super. Mein Hund sitzt da jetzt echt oben drin, oder wie? Echt hinten gibt es eine Taste, um den zu rufen. Steuerung.